Ja, hallo erstmal. Also ich denke, wir wollen unbedingt die Struktur im offensiven Bereich von WN Wiesbaden verhindern, dass sie ins letzte Drittel kommen und damit sind sie ihre Qualität genau mit dieser Wucht, wie sie das Tor geschossen haben, zu verhindern, vor allem den vorletzten Pass zu verhindern. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Die Mannschaft hat von der Einstellung her, von der Disziplin her auf dem Platz, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Hat dem Gegner kaum Raum geboten. Und so konnten wir halt eben immer wieder im Spiel bleiben. Und ich denke, in der ersten Halbzeit, die ersten 30 Minuten, war es extrem zäh. Das war aber auch unsere Absicht. Da haben wir zwei, drei Möglichkeiten, zumindest brenzliche Situationen, wo Jaroslav Lindner sich in den 16er durchtankt und dann halt eben die verunglückte Flanke. Aber ansonsten war es ja ziemlich wenig Chancen auf beiden Seiten. Ja, dann kommt das, was ich schon vorher vermutet habe, man darf ihnen halt in keinen Raum geben, man darf ihnen nicht die Möglichkeit geben, auf die Kette zuzulaufen, man darf im Mittelfeld nicht zu viele Räume lassen. Die sind da halt in einer unfassbaren Qualität, dass sie wirklich aus einer ganz wenig Chancen ein Tor machen können und das ist dann passiert. Aber ich kann der Mannschaft hier und auch letzte Woche keinen Vorwurf machen. Ich kann denen auch während der Trainingseinheiten keinen Vorwurf machen. Ich kann denen auch nach dem Spiel keinen Vorwurf machen, dem wir wirklich alles, was in ihnen steckt, auf den Platz lassen, alles liegen, was sie zur Verfügung haben. Und ich denke, wir haben noch zwei Spiele, wir müssen weiter so arbeiten. Wenn wir so arbeiten wie heute, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir noch die nötigen Punkte holen. Und dann erhoffe ich mir natürlich, dass wir auch mal ein bisschen Glück haben, dass vielleicht mal nicht die erste Chance vorne reingeht. Aber im Endeffekt kann ich mir dafür nichts kaufen. Dass das Spiel halt eben vielleicht ein 0-0-Spiel wäre oder ein Unentschieden. Im Endeffekt haben wir keine Punkte mitgenommen und Wien hat die Punkte mitgenommen. Und irgendwann ist es auch kein Glück mehr, wenn man so weit oben steht. Dann ist das einfach sehr, sehr gute Arbeit, was man die letzten ein, zwei Jahre geleistet hat. Ich wünsche Wien, Wiesbaden alles, alles Gute, viel Erfolg und uns wünsche ich sehr, sehr viel Geduld und weiter diese Arbeit, die wir an den Tag gelegt haben. Und dann werden wir noch irgendwann auch mal lachen hier auf der Pressekonferenz.